Herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo von Schularena zur Englischgrammatik. Heute geht es um Compound Nouns, also zusammengesetzte Nomen. Ein Compound Noun ist ein Nomen, das aus zwei oder sogar mehr als zwei Wörtern zusammengesetzt wurde. Im Gegensatz zum Deutschen, wo Compound Nouns als ein Wort geschrieben werden, ohne Abstand, werden im Englischen die meisten Compound Nouns als zwei Wörter geschrieben. Hier ein paar Beispiele. Aus French und Fries wird zusammengesetzt French Fries, also Pommes. Oder aus Coffee und Machine wird Coffee Machine, Kaffeemaschine. Aus Air und Conditioner zusammengesetzt wird Air Conditioner, Klimaanlage. Aus Car und Park wird Car Park, Autoparkplatz. Aus Ice und Cream wird Ice Cream, also Glasse, Eis. Wie ihr seht, werden alle diese Nomen oder diese Compound Nouns noch immer als zwei Wörter geschrieben. Kennt ihr noch mehr solche Compound Nouns, die als zwei Wörter geschrieben werden? Es gibt aber auch im Englischen wie im Deutschen einige kurze Compound Nouns oder Compound Words, die als ein Wort geschrieben werden, wo es keinen Abstand dazwischen hat. Beispiele sind zum Beispiel Head und Phones, gibt Headphones, also Kopfhörer zusammen, und Headphones wird, wie ihr seht, ohne Abstand geschrieben. Und Match und Box wird dann zu Matchbox, also Streichholzschachtel. Moon und Light wird zu Moonlight, Mondlicht, auch das wird als ein einziges Wort geschrieben. Grass und Hoppe wird zu Grasshopper, Grashüpfer, also Heuschrecke. Und Honeybee, genau, Honey und Bee wird zu Honeybee. Und auch das wird ohne Abstand geschrieben. Kennt ihr noch weitere Compound Words, Compound Nouns, die ohne Abstand, die als ein einziges Wort geschrieben werden? Dann gibt es auch noch eine dritte Kategorie von Compound Nouns, die mit einem Hyphen, also mit einem Bindestrich dazwischen geschrieben werde. Hier ein paar Beispiele dazu. Grown up wird mit einem Bindestrich geschrieben, also grown up, erwachsen. Make-up wird auch mit einem Bindestrich geschrieben. Ihr wisst alle, was Make-up ist, nehme ich an. Dann Co-Worker. Co- und Worker wird zu Co-Worker. Mitarbeiter, auch das wird mit einem Bindestrich geschrieben. Check-out. Der Check-out wird auch mit einem Bindestrich geschrieben, wenn ihr zum Beispiel beim Hotel auscheckt. Der Check-out. Genau, kennt ihr noch mehr englische Compound Nouns, die mit einem Bindestrich geschrieben werden? Was ist die korrekte Form, um das Compound Noun zu schreiben? Wie werden die verschiedenen spezifischen Compound Nouns geschrieben? Lass uns einige Aufgaben dazu lösen. Shooting Star, Shooting Star oder Shooting Star. Wie wird Sternschnuppe im Englischen geschrieben? Als zwei Wörter mit einem Bindestrich oder als ein Wort? Genau, es wird als zwei Wörter geschrieben. Shooting Star. Disc Jockey, Disc Jockey oder Disc Jockey. Wie wird DJ im Englischen geschrieben, wenn man es ausschreibt? Auch mit zwei Wörtern. Dann Mother-in-Law. Wie wird Schwiegermutter? Wie schreibt man das in Englisch? Mit Bindestrichen. Genau, hier seht ihr, es sind sogar drei Wörter, die aneinander gehängt werden, um ein neues Wort zu bilden. Dann Software. Das letzte, genau, es wird als ein Wort geschrieben.
Neighborhood, Nachbarschaft. Auch das wird als ein Wort geschrieben. Baseball, der Sport. Und auch das wird als ein Wort geschrieben. French fries war vorher schon mal ein Beispiel. Wie wird das geschrieben? Genau, als zwei Wörter. Und Skateboard wird wieder als ein Wort ohne Abstand geschrieben im Englischen. Eine weitere Aufgabe, wir sollen das zweite Wort finden, um ein Compound Noun zu bilden. Es werden uns Bilder gezeigt, die uns dabei helfen sollen. Hier sind die Bilder. Und hier haben wir die ersten Wörter, die wir gebrauchen müssen, um die Compound Nouns zu bilden. Also wir haben Dust. Wir sehen hier einen Abfalleimer, also Dustbin. Und Dustbin wird als ein Wort geschrieben im Englischen. Dann Book. Wir haben ein Bücherregal, Bookshelf. Auch das wird als ein Wort geschrieben. Remote. Da wird wahrscheinlich die Fernbedienung gemeint sein, Remote Control, und das wird auseinandergeschrieben. Frying, die Bratpfanne, Frying Pan, und auch das wird auseinandergeschrieben aus zwei Wörtern. Bath, die Badewanne, Bathtub, das wird als ein Wort geschrieben. Dish, da haben wir die Spülmaschine, Dishwasher, was auch als ein Wort geschrieben wird. Micro, die Mikrowelle, Microwave, als ein Wort geschrieben. Die Waschmaschine, Washing Machine, das wird als zwei Wörter geschrieben. Bath, noch einmal Bath. Hier aber die Towels, also die Tücher, die Badetücher, Bath Towel, das wird als zwei Wörter geschrieben. Und zum Schluss noch Toothpaste, also die Zahnpasta. Das wird wiederum zusammengeschrieben als ein Wort. Genau, möchtest du das Thema noch ein bisschen vertiefen oder dich zu anderen Englisch-Grammatik-Themen informieren? Dann schau doch auf schularena.com vorbei, denn dort gibt es noch ganz viele Vertiefungsübungen zu diesem Thema.